Julia ist eine absolute Performerin. Wir bauen eine Showküche. Meine allerneueste Idee ist, einmal eine Showküche zu machen für Instagram, weil der Kunde will natürlich auch wissen, okay, was mache ich denn jetzt mit 1 Kilo Chiasamen überhaupt? Und habe dafür natürlich auch schon eine Menge gekauft, weil ich bin immer super vorbereitet. Offiziell muss das jetzt noch von den Chefs abgenickt werden, aber ein Problem sehe ich da eigentlich nicht. Wie haben wir das von der Struktur gemacht? Ja, also das Department-Meeting habe ich mich super drauf gefreut. Endlich kann ich diese grandiose Idee in meinem Kopf in Worte fassen und den anderen erzählen. Das Format, toll, kann man nichts gegen sagen. Deswegen habe ich mir jetzt grandioserweise überlegt, eine Showküche zu bauen. Habe ein paar Sachen bestellt. Deswegen kann es sein, dass nachher vielleicht ein bisschen lauter wird, weil wir auch ein bisschen sägen müssen. Ja, also die Idee mit der Showküche kam erstmal nicht so gut an. Also erstmal konnte ich da in entsetzte Gesichter starren. Ganz ehrlich, ich bin kein Fan von so einer Küche. Wie, du bist kein Fan von so einer Küche? Ich finde, das macht jeder. Also wirklich jeder Kanal, das ist so ausgelutscht. Jeder baut sich seine kleine Showküche und kocht da so ein bisschen vor der Kamera rum. Willst du da mit Jamie Oliver oder Gordon Ramsay oder so konkurrieren? So cool kriegen wir das nicht hin. Aber ich konnte dann doch noch überzeugend handeln. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt nur dastehen und das irgendwie wie eine andere Show machen. Die dann. Aber habt ihr dafür ein Konzept oder so? Irgendwas Besonderes? Das Konzept kommt in dem Machen. Manchmal muss man dann auch Kompromisse eingehen, wenn man Mitarbeiter halten will und glaubt, dass die eine gute Arbeit leisten und die unbedingt eine Showküche haben wollen. Also das mal zu probieren, da sehe ich gar keine, also... Dann überlegt man, und deswegen gibt es jetzt eine Showküche. Wäre ja auch schlimm, wenn ich das nicht machen könnte, weil das ist ja mein Job, zu vermarkten, was ich gut finde. Ja, das soll eigentlich, da unten soll die stehen. Hab ich ja mal gefragt, weißt du, ob dieser Platz dann da frei ist? In diese Ecke? In der Ecke, genau. Als die Box steht? Wie, da steht jetzt eine Box. Sind die Box? Steht jetzt so eine scheiß Telefonbox oder was? Die sind richtig gut, die Boxen übrigens. Ich hatte das ja eigentlich geplant, dass das hier oben auf der Chefetage steht. Da ist dann aber leider eine Telefonbox hingekommen, direkt da, wo ich diese Showküche haben wollte. Umdisponieren gehört immer dazu. Also hier, das ist ja auch so, ich komme zur Arbeit und dann sind überall so kleine Feuerchen und die muss man einfach nur löschen. Also das ist der Alltag hier, ja. Hallo! Also, ich war jetzt gerade eben da oben. Wir wollten ja diese Showküche aufbauen. Und jetzt steht da aber so ein komisches Telefonzentrum, wo wir die Showküche eigentlich aufbauen wollten. Und deswegen dachte ich, wir bauen die jetzt einfach hier auf. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Jedenfalls, also wirklich. Das Tolle hier dran ist einfach, ich kann einfach diese komischen Ideen, die ich in meinem Kopf habe, umsetzen. Ja, es ist manchmal mit ihr ein bisschen schwierig ab und zu, weil sie macht halt gerne einfach Sachen. Und manchmal fragt sie dann meistens hinterher, wie es so war. Und dann brauche ich aber eure Hilfe, weil wir haben nämlich oben einen Tresen und genau. Den müssen wir mal irgendwie holen. Eine Chefin, wie sie im Buche steht, eher, glaube ich, weniger. Das ist als Prakti manchmal okay, manchmal ist es halt einfach so und dann muss man das halt machen. Ja. Man kann mich hier hinpacken und irgendwie kriege ich das gewuppt und dann kann man mich hier hinpacken und ich kriege das irgendwie gewuppt. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Julia dann irgendwie ein bisschen passiver wird, wenn halt Sachen gemacht werden müssen. Ich bin ein Arbeitstier. Oh, ich glaube, hier ist Absetzen schlecht. Also das Schranktragen fand ich ja super. War doch toll, oder? Alle Finger noch dran, optimal. Ich glaube, das würde ich jetzt halt hier so hinstellen. Dann hat man hier so eine schöne Kochszene. Und dann müssen wir hier gleich noch ein Dings reinsägen, ein Loch. Und hier hinten
habe ich ja jetzt die Vision mit den Fototapeten. Das soll jetzt nicht perfekt sein und wir haben hier einen Schrank und alles super und maßgeschneidert, sondern ich habe mich dafür Fototapete entschieden, weil ich weiß, dass es nicht gut wird und deswegen gucke ich, dass es extra schlecht ist, damit es dann vielleicht wieder lustig ist. Ich muss dich jetzt nochmal fragen, bist du dir bei dieser Showküche wirklich sicher? Weil ich glaube, es ist eine Schnapsidee und ich glaube, deine Zeit wäre anderswo deutlich besser investiert. Nee. Nee, das wird richtig gut. Warte mal ab, das wird super. Ich habe das im Kopf. Ja, also Piran, ich habe so ein bisschen den Vibe, dass er probiert, mir das auszureden, aber man muss ja manchmal ein bisschen zu seinem Glück zwingen. Wenn ich Fototapete an die Wand klebe und die dann wieder abziehe, ist das einfach oder macht es die Wand kaputt? Hast du denn überhaupt schon was gekauft zum Wandkleben? Ist das nicht so Abziehbild? Selbstkleben, weißt du? Ich glaube, oder? Fototapete? Klebt das nicht? Ich glaube, es klebt einfach nicht. Scheiße. Kleine Rückschläge, die gibt's immer, klar. Aber ich stehe da ja total drüber, kann da über mich selbst lachen. Und dann muss man halt kurz mal zum Baumarkt fahren. Aber am Ende wird's gut. Darauf kommt's an. Hey, wir bauen eine Showküche. Ja, die Idee mit der Showküche finde ich so mittelmäßig. Ich glaube, das wird eher so ein Reinfall. Irgendwie kann ich es nicht ganz nachvollziehen, dass wir das jetzt machen. Kurz mal, Jungs. Diese Showküche ist eine absolute Schnapsidee. Wenn die Julia gleich reinkommt, irgendwas machen möchte, eure Hilfe braucht, dann verweigert ihr eure Hilfe. Ganz wichtig. Das ist eine total blöde Idee, das Ding da hinten hinzustellen. Ich werde gar nichts machen. Also ich finde es auch total lächerlich. Und dann hängt die mir noch hier hinten in den Haxen. Nee, da bin ich auch dagegen. Richtig gut, super, ich habe euer Wort. Könnt ihr mir helfen? Geil. Tommy? Du bist für Waschbecken und Sägen verantwortlich. Mhm. Bei dir, Lukas, ich würde sagen, wir kleben erstmal. Ja. Ja, Tommy. Feierabend bin ich durch. Ja, mein Praktikum ist schon ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe. Es ist weniger theoretisch. Also ich würde schon gerne ein bisschen mehr Marketing lernen. Ich denke, das kommt irgendwann noch, die nächsten Wochen, ja. Teamwork wird bei uns auch auf jeden Fall groß geschrieben. Dient eben bei ihm auch zur Persönlichkeitsentwicklung, ne? Der hat jetzt rausgefunden, der kann gut sägen. Ja. Aber also wie Sie sehen, sehen Sie, dass das nicht rund ist hier. Das ist ja wurscht, passt ja trotzdem. Okay. Oh. Ah, da ist er doch. Gottes Willen. Da ist er, der Wasserhahn. Wunderbar. Wir benutzen ja den sowieso nicht. Hier noch ein bisschen rauf. Meint ihr denn überhaupt, dass hier eine gute Position ist? Jetzt für das Ding meinst du, für die Küche, oder? Für die Küche, ja. Das ist schon ein bisschen eng zu sein. Also hier sind viele Leute, weißt du. Und ja. Hier ist Fenster auf, mit dem Licht ist ein bisschen schwierig. So, also anders wäre, glaube ich, schon ganz gut. Ja, vielleicht drüben im Raum oder so. Ja. Drüben in dem Raum? Genau. Ja. Gut, dann probieren wir das doch einfach aus. Ja. Super. Perfekt. Sehr gut. Was ist das denn? Ja, wir ziehen in einen anderen Raum um jetzt. Aber das wird gut. Komm, mach dir keine Sorgen. Vorsicht. Oh, einmal ums Eck. Ja, perfekt. Super. Ja, also Piran stand dann da schon wieder. Und die Frage kam natürlich bei mir sofort auf, hat er nichts anderes zu tun? Also seine Arbeitszeit kann er ja wohl sinnvoller nutzen, als mir da hinterher zu hängen. Hey. Oh,
Das passt wie angegossen. Ich glaube, die Krux liegt halt im Detail, dass man halt viel stärker, glaube ich, Zeit damit verwenden sollte, zu überlegen, wie kann man dieses Format noch besser machen. Ja, die Showküche, die ist jetzt fertig, sieht super aus, ist toll geworden. Wer hätte es gedacht? Ich natürlich, deswegen mir mal vertrauen. Also ich habe sowas Hässliches noch nie gesehen. Die Community entscheidet natürlich letztendlich darüber, aber wir können jetzt loslegen und starten. Ja. Okay, hey. So. Ja, perfekt, sieht auch gut aus. Dann kannst du ja morgen mit den Videos losgehen.